Traditionen, liebe Zuschauer, gibt es seit Jahrhunderten. Die meisten werden nur leider vergessen oder geraten in Vergessenheit, weil wir in der modernen Zeit leben. Das Besondere daran ist eigentlich, dass es vielleicht das eine oder andere doch so gut war, dass man es vielleicht doch wieder auskramen sollte. Und deshalb haben wir heute für Sie etwas ganz Besonderes. Wir haben einmal wirklich die Möglichkeit, wieder unsere Wurst selber herzustellen. Und wenn man mal zurückdenkt, ich weiß das noch von meiner Oma, auch da wurde das regelmäßig gemacht. Gut, da gab es auch noch Hausschlachtungen, das gibt es heute nicht mehr. Aber wer einen Metzger seines Vertrauens hat, bekommt da das Fleisch, was er gerne braucht. Natürlich in der entsprechenden Konsistenz und natürlich die Zutaten, die man von früher kennt. Wurst, liebe Zuschauer, seien Sie ehrlich, Sie kaufen im Laden Ihre Wurst, Bratwurst, Leberwurst, Blutwurst, ja? Völlig egal, Krakauer oder was es sonst gibt oder was Sie gerne mögen halt, ja? Oder Pfefferwurst. Aber seien Sie ganz ehrlich, wie oft hat man schon daneben gegriffen? Man kauft etwas und ist leider etwas enttäuscht, weil der Geschmack nicht das ist, was man von früher vielleicht kennt oder was man erwartet hat. Und deshalb haben wir heute für Sie wirklich einen Wurstmaker, ein Gerät, wo Sie selbst Ihre Würste machen können, ja, und vor allen Dingen auch Ihren Geschmack weitergeben können, ja, von Generation zu Generation. Ich habe noch Rezepte von meiner Oma, ja, wo also gesagt wird, was muss da rein? Denn seien Sie ganz ehrlich, Sie wissen doch gar nicht heutzutage, was ist da alles drin. Vor allen Dingen auch viele Konservierungsstoffe vielleicht, künstliche Sachen. Und das können Sie ganz einfach ausgrenzen, indem Sie vielleicht etwas zurück zu Ihren Wurzeln gehen. Ihre Familie wird es Ihnen danken. Sie werden es vor allen Dingen nach dem Geschmack auch vor allen Dingen jedem danken, denn man weiß ganz genau, was ist hier drin. Und darauf kommt es an. Wir haben heute für Sie drei verschiedene Geräte. Diese Geräte sind ganz einfach ein bisschen familiär abgestimmt. Das heißt, wir haben einmal hier zum Beispiel ein Gerät, das hat 2,5 Kilogramm. Wir haben ein Gerät mit 3 Kilogramm Volumen und wir haben das ganz große mit 4 Kilogramm Volumen. Drei verschiedene Befestigungsvarianten. Wir haben einmal das 2,5 Kilo, weil das reicht vollkommen aus, mit einem Adhesivfuß bzw. Vakuumfuß zum Festmachen, das kennen Sie, auf einer glatten Unterfläche, ganz wichtig. Man könnte zur Not auch noch eine Schraubzwinge dran setzen, das kennen ja die Männer, wer ein bisschen handwerklich begabt ist, da macht man das natürlich automatisch, aber das ist dann eben auch für raue Flächen dann geeignet. Zusätzlich haben wir natürlich hier, ja, bei dem 3-Kilo-Gerät haben wir nochmal eine Befestigung auf Längsseite, ja, und da haben Sie automatisch nochmal 2 Schraubzwingen gleich dabei. Das heißt, den kann man überall festmachen, wo man eben auch nicht die Möglichkeit hat, mit einer glatten Unterfläche oder Untergrund zu arbeiten. Und ganz besonders wichtig eben, das ist auch von dem Volumen her natürlich etwas größer. Mit 3 Liter Volumen ist das schon enorm. Da kann man schon eine ganze Menge mit einer einzigen Füllung machen. Interessant für Sie, natürlich ganz besonders wichtig auch, und da sind wir auch sehr stolz drauf, das erste Mal überhaupt bei uns im Programm, ganz neu, exklusiv auch bei uns bei Kaufbei TV, das ist der mit 4 Kilogramm Volumen. Da haben Sie natürlich ein Gerät, wo Sie alles mitmachen können. Da ist das vollkommen egal, ob Sie da nun Blutwurst am Meterband machen wollen oder ob Sie Heißmacher machen wollen oder Krakauer oder Thüringer oder was es sonst gibt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Leberwurst, liebe Zuschauer, jeder kennt das auch. Auch hier natürlich überhaupt kein Problem. Was dabei wichtig ist, auch für Sie, bei allen Geräten, ja, haben wir natürlich die entsprechenden Düsen oder Fülldüsen dabei. Das heißt, Sie haben hier immer einmal gleich von Haus aus, haben Sie 14, 18, 21 und 25. Ganz besonders wichtig, das ist die große, wo man dann die dickeren Würste mitmachen kann, wie hier die Blutwurst zum Beispiel und diese anderen Sachen. Ja. Ihre Mischung, die können Sie selbst bestimmen. Sie können selber hergehen, was Sie gerne zusammenstellen möchten, was Sie gerne reinhaben möchten, ja, ob Sie die anschließend dann räuchern wollen, ob Sie die einfach nur abhängen wollen oder eben, wie gesagt, dann auch frische Bratwurst zum Beispiel, das ist so mein Favorit hier. Und wenn man da weiß, was da drin ist, das ist natürlich auch etwas ganz Besonderes, weil das ist einfach lecker. Naturdarm bekommt man überall. Sie kriegen natürlich auch Kunstdarm, wenn Sie wollen. Ich selber mache es aber zu Hause eigentlich nur mit Naturdarm, denn bei jedem Metzger, also der auch noch Schlachterei angebunden ist, kann man so etwas im Voraus bestellen und das wird dann einfach drauf gemacht. Bei den Geräten also nicht vergessen, ganz wichtig, Edelstahlzylinder, lebensmittelecht, Silikonverschluss, Schubdüse, das ist wichtig, dass es also auch da Lebensmittelbereich arbeitet. Sie haben keine giftigen Inhaltsstoffe, was für Sie besonders wichtig ist. Hier arbeiten Sie wie in der Lebensmittelherstellung nach höchstem Standard und das ist eben bei uns auch für Sie besonders wichtig. Edelstahlzylinder natürlich bei allen Geräten. Der 4 Kilo, den haben wir hier auch mal aufgebaut, der hat auch eine Befestigung am Tisch. Schraubsystem kann man überall befestigen, wo man gerne möchte, mit Silikonmuffen, so dass
dass es also keine Beschädigung gibt. Ja. Hat hier oben einen Schwenkbereich, ja, zum Öffnen, zum Schließen. Ist ein bisschen praktischer wie bei denen. Da muss man das einfach hier aufschrauben. Und bei diesem hier zieht man das auch nur raus. Also die Füllweise ist bei den Geräten eigentlich kinderleicht, sehr leicht zu machen. Und Sie müssen einfach nur wissen, was wollen Sie reinmachen, was wollen Sie füllen. Wir haben hier so ein paar Sachen mal vorbereitet, damit es nicht so lange dauert. Und für Sie natürlich besonders wichtig ist die Einfachheit und die Bequemlichkeit. Vor allen Dingen zu Hause nicht vergessen. Sie wissen auch anschließend, was da drin ist. Und bei dem 4 Kilo können Sie natürlich auch 4 Kilogramm, ja, Füllmaterial reingeben. Egal, was Sie da gerne jetzt machen möchten. Das Schöne ist dabei, so viel haben wir hier nicht. Ja, wir müssen ja auch das noch verarbeiten. Und wir haben hier nicht so viele Leute im Studio, dass die ganze Wurst anschließend auch noch aufgegessen wird. Ja, da müssen wir immer ein bisschen sparsam mit umgehen. Aber für Sie eigentlich besonders wichtig, Sie können den Zylinder bis oben hin füllen. Sie haben dann hier bei diesem System, wie gesagt, 4 Kilogramm Wurstfüllung drin. Und es ist dann bei diesem System einfach rüber zu drehen. Wichtig ist einfach, hier haben Sie dann eine Kurbel dran. Das ist bei allen Geräten übrigens gleich. Wir haben überall das Kurbelsystem. Das ist automatisch gerastert. Das heißt, wenn Sie gleichmäßig drehen, haben Sie auch eine gleichmäßige Füllung. Und Sie müssen dann nicht irgendwie darauf achten, ah, wird zu dick, wird zu dünn oder ähnliches. Sondern einfach weiter drehen und Sie werden sehen, es geht ganz genauso. Die Tüllen sind bei allen Geräten gleich. Die sind überall. Alle Geräte haben 4 verschiedene Größen dabei. Ja, so kann man es vielleicht besser sehen. Immer 4 verschiedene Größen mit drin, sodass Sie dann hier auch arbeiten können. Das Schöne ist eben dabei, durch die Drehung bei dem Gerät hat man eben den Vorteil, einmal müssen wir jetzt hier die Luft raus haben, dass man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt arbeite, können Sie sehen, dass die Wurstmasse bereits schon kommt. Und dann kann ich eben, wie gesagt, hier natürlich auch entsprechend dann die Füllung machen. Wichtig ist für Sie eigentlich eins, dass man dran denkt, wenn jetzt wie zum Beispiel mal festere Sachen verwendet werden, dass man ab und zu eben den Darm auch ansticht mit einer Nadel, sodass eben entsprechend die Luft dann auch raus ist. Wir haben ja jetzt gerade mal eine Komposition, das heißt, das muss sich erstmal komprimieren hier, damit das auch entsprechend gefüllt wird. Und jetzt kann man sehen, jetzt kommt das also automatisch so, wie man das auch braucht. Ja, und wir machen hier einfach mal eine etwas längere fertig, schauen Sie, und dann einfach nur drehen und schon haben wir unsere Wurst so, wie wir die gerne haben möchten. Und das ist natürlich auch für Sie eine besonders schöne Sache. Es ist also einfach, leicht und bequem, vor allen Dingen auch von der Herstellung her. Sie können natürlich jetzt hier einfach weiterarbeiten, nur wie gesagt, immer dran denken, wenn jetzt mal zu viel, wie gesagt, von der Luft drin ist, dass man bei dem Darm einfach mal ansticht mit einer Nadel. Aber das kennen auch viele, die schon einmal so etwas gemacht haben, damit also die Luft immer entweichen kann. Einfach ein-, zweimal einstechen. Und gerade bei festeren Wurstfüllungen, ja, zum Beispiel auch bei Blutwurst zum Beispiel, machen wir das immer zu Hause, dass wir dann eben, wie gesagt, einfach hergehen und die einmal anstechen. Und Sie haben dann eben hier die Möglichkeit, so etwas auch wirklich zu Hause in Sekundenschnelle wirklich selbst herzustellen. Und das Schöne ist dabei, das geht wirklich bei diesen Geräten eben leicht, bequem, und man hat vor allen Dingen hier wirklich die Möglichkeit, endlos zu arbeiten, schauen Sie. Und das geht also auch im Einhandbetrieb, ja? Also wenn man ganz alleine zu Hause ist. Eine tolle Sache, schnell und bequem und vor allen Dingen mit unseren Geräten einmal lebensmittelecht. Qualität hat seinen Preis, ganz klar, aber Sie werden begeistert sein, denn so einfach, so leicht, so bequem haben Sie so etwas noch nicht hergestellt. Interessant für Sie ist vor allen Dingen eins, die gesamten Wurstfüllgeräte, die Sie hier sehen, sind natürlich nicht nur aus Edelstahl, sondern haben etwas ganz Besonderes, nämlich eine sogenannte Silikondichtung. Und die möchte ich Ihnen mal eben schnell zeigen. Da drehe ich das Ganze einmal zurück. Sie sehen, Sie können also auch zwischendurch, was bei vielen Geräten gar nicht geht, Sie können zwischendurch das Gerät öffnen, nachfüllen und weiterarbeiten. Wem das mit 4 Kilo nichts genug ist, kann man natürlich auch. Und das hier, das möchte ich Ihnen zeigen, schauen Sie. Und diese Silikonscheibe, die haben Sie an allen Geräten, sodass es nicht wie bei vielen billig Nachbauten oder Ähnlichem alles nebenher kommt, dass es rausquillt oben beim Arbeiten. Und das ist wirklich schön. Hier muss man mal mit der Kamera rein, da sieht man, das ist picobello. Das ist innen drin so sauber wie geleckt, sage ich immer. Da bleibt nichts hängen, da bleibt nichts kleben. Egal, was Sie für eine Wurst herstellen wollen. Und liebe Zuschauer, Sie wissen selber, das ist wirklich eine Vertrauenssache. Jeder hat so seine eigenen Inhaltsstoffe, die er gerne mag, seine eigenen Gewürze. Ja? Und Sie haben hier die Möglichkeit, Sie können jetzt zum Beispiel hier
fein, mittel, grob. Ich habe jetzt hier die zweitgrößte Düse nur genommen, die 18 mm. Ja? Und dann gibt es natürlich 14 noch für die kleineren Sachen, für die Kinder, die zum Beispiel Knacker gerne mögen. Oder natürlich auch vegan, vegetarisch, sehr, sehr wichtig, weil da gibt es sehr viele Sachen mittlerweile zu kaufen, die man wirklich verarbeiten kann. Und Sie werden es nicht glauben, ich habe selbst Burger mal probiert, vegan. Das heißt, da ist nichts, kein Fleisch drin, aber wenn man reinbeißt, man wird wirklich sagen, meine Güte, was ist das? Das ist ja super lecker. Ja? Also auch gerade der Trend in diese Richtung ist natürlich mit diesen Geräten viel, viel einfacher zu Hause nachzuvollziehen und da werden Sie eben begeistert sein. Also nicht vergessen, Ihre Wurst, Blutwurst, was Sie wollen, Leberwurst, Ihre Bratwurst und alles, was es eben gibt, können Sie leicht und bequem in Minutenschnelle herstellen und vor allen Dingen auch zu einem Bruchteil des normalen Preises und Sie wissen wirklich auch vor allen Dingen, was drin ist. Ja? Was ist in der Wurst, was esse ich und ich habe den Geschmack wie früher vielleicht mal, was bestimmt interessant ist. Es gibt viele alte Hausrezepte. Nicht vergessen, wir haben 2,5, wir haben 3 Kilo und wir haben 4 Kilo Gerät. Also alles, was das Herz begehrt, für alle Größen, für alle Haushalte, bestellen Sie einfach das, was Ihnen am liebsten von der Menge her passt oder was Sie eben vielleicht am schnellsten wegpacken können. Das hier geht auch mit ins Wohnmobil. Ja, da kann man das gleich mitnehmen. Hat man unterwegs auch die Möglichkeit, solche Sachen lecker herzustellen. Wurst, liebe Zuschauer, ist eigentlich ja, eine Vertrauenssache, sage ich immer. Keiner weiß im Grunde, was ist überall drin. Machen Sie es einfach selber wie früher und seien Sie begeistert, wie lecker und wie schön das vor allen Dingen anschließend ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen guten Appetit und bleiben Sie gesund.